Aber ich habe das gemacht, weil Jutta Wittfurt die Kronzeugin ist in meinem Buch dafür, dass sie selbst gebeten wurde, mal eine US-Studie zu erstellen und sie das abgelehnt hat und sie aber gesagt hat, wer alles für die Amis die Studien gemacht hat, die sie haben wollten. Und das Interessante ist, dass diese Leute tolle Karrieren gemacht haben. Wir denken nur an Joschka Fischer. Ja, mein Name ist Jürgen Elsässer. Ich bin Deutscher. Und sie werden vor die Hunde gehen, wenn wir diese Bande, die den Staat in ihren Krallen hängen und das Volk quält, nicht endlich zum Teufel jagen. Wenn die Regierung das Volk einsperren will, dann muss das Volk die Regierung einsperren. Der ist ein Politverbrecher. Der ist ein Politverbrecher. Und wer so etwas macht, das sind politische Sadisten. Dieser Regierung, diesen Politdarstellern, sollen doch Merkel, Drosten, Södolf, Laschet, Esken und vor allem der Karl Lauterbach, der ja schon groß angekündigt hat, er will sich mit AstraZeneca impfen lassen. Dann gibt es das schöne Wort von der Corona-Diktatur. Irgendeine bezahlte Kommission hat es zum Unwort des Jahres 2020 gewählt. Ich bin einigermaßen zufrieden damit, dass ich zu den Leuten gehört habe, die diesen Begriff Corona-Diktatur sehr frühzeitig erfunden haben. Aber viele Leute denken immer noch, das sei Propaganda. Das Parlament hat überhaupt nichts mehr zu sagen. Alles passiert in einem kleinen Küchenkabinett, jenseits der parlamentarischen Debatte, geschweige denn der Beschlussfassung. Bill Gates, George Soros, Klaus Schwab, Elon Musk, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg. Great Reset. Totale Enteignung. Es geht auch darum, mit dem analogen Menschsein Schluss zu machen. Total überwachen und manipulieren. Und der Höhepunkt ist der Eingriff in unsere Erbsubstanz. Bei entsprechendem Forschungsstand auch am nächsten Morgen als Schmetterling aufwachen. Ich möchte nicht als Schmetterling aufwachen. Ich bin vom Schöpfer als Mensch geschaffen. Ihr glaubt, ihr könnt mich haben mein ganzes Leben und dann freut ihr euch gewaltig. Denn ich lauf jetzt Amok. Ich hab genug. Amok. Ich springe in den Zug. Amok. Ich komme wieder. Und dieser Great Reset wird kommen, ohne jeden Zweifel. Wenn denen, die ihn in aller Öffentlichkeit vorbereiten, nicht die Hände zerschlagen werden. Dankeschön. Disclaimer. Wer unbedingt geldlos werden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wider. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up.